und Herren, liebe Studierende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer dritten Veranstaltung im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zum Ersten Weltkrieg in Ost-, Mittel- und Südosteuropa. Ich freue mich, dass unser Referent hier ist, Guido Hausmann, frisch angekommen aus München. Ich werde ihn gleich noch etwas ausführlicher vorstellen. Ganz kurz zum Ablauf. Herr Hausmann wird etwa 45 Minuten oder so, denke ich, sprechen. Danach haben wir wie üblich Zeit für Fragen. Wir werden die Veranstaltung wie die bisherigen podcasten. Also das heißt, wenn ich Ihnen das Mikro gebe für die Fragen, ist es einfach ins Mikro sprechen, damit man auf dem Podcast dann auch die Frage drauf hat. Wenn Sie irgendwie, wenn man uns nicht gut hört, wenn das Mikro noch nicht optimal eingestellt sind, würden Sie bitte ein Zeichen geben, gerade jetzt, weil der Raum relativ voll ist. Ja, dann steigen wir gleich ein. Letztes Mal waren wir eigentlich auf dieser Karte mit dem Vortrag von Frank Schuster dann schon an der Ostfront angelangt und auch zum Teil in der Ukraine mit dem Vortrag zur jüdischen Zivilbevölkerung. Und jetzt werden wir uns diese Region heute Abend etwas genauer anschauen. Ich würde Ihnen gerne den heutigen Referenten vorstellen, Professor Dr. Guido Hausmann. Er ist seit 2012 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München als Professor, kommt ursprünglich aus Köln, ist das korrekt, hat dort auch studiert, nämlich deutsche Literatur und Sprache sowie Geschichte dort und in Münster. Er hat in Köln sein Staatsexamen abgelegt und dort auch promoviert mit einer Arbeit, die 1998 veröffentlicht wurde, Universität und städtische Gesellschaft in Odessa, 1865 bis 1917, soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. Also eine der ersten, wenn ich so sagen darf, großen Arbeiten in deutscher Sprache überhaupt zur Vereinsforschung, zur eigentlich Forschung zur Zivilgesellschaft im ausgehenden Zarenreich und kurz vor der Revolution. Habilitiert wurde er an der Universität Bielefeld. Die Arbeit unter dem schönen Titel Mütterchen Wolga, ein Fluss als Erinnerungsort vom 16. bis zum frühen 20. Jahrhundert, ist 2009 erschienen in Frankfurt. Ja, danach sind Sie ja quasi etwas aus dem Rahmen unserer Karte ausgebrochen. Herr Hausmann hat dann 4 Jahre in Dublin gelehrt, in Irland, am Trinity College, als Lecturer für Russian History, Russian and East European, glaube ich, und war danach in Freiburg im Breisgau, sowie 2011 zuletzt als Fellow am Imre Kertész Kolleg in Jena, bevor er eben nach München kam, habe ich das Wesentliche so mitbekommen. Sie sehen schon, das ist ein breites Spektrum an Forschungsschwerpunkten, eben die Stadtgeschichte, Natur- und Umweltgeschichte. Er hat auch vieles zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte in Mittel- und Osteuropa publiziert. Immer wieder ziehen sich durch diese eben transregionalen Fragestellungen auch die Frage nach Imperium und Nationalität sowie die Aufmerksamkeit für eben Gedächtnis- und Erinnerungsgeschichte. Ich möchte aus den vielen Veröffentlichungen auf 2 hinweisen, die aus dem Themenbereich auch des heutigen Vortrags stammen. Ein Band, den ich Ihnen mitgebracht habe, den er herausgegeben hat, zusammen mit Alfred Eisfeld und Dietmar Neutatz, unter dem Titel Besetzt, Interniert, Deportiert, der Erste Weltkrieg und die deutsche, jüdische, polnische und ukrainische Zivilbevölkerung im östlichen Europa. Ich lege das dann hier nachher auch auf, dass Sie es anschauen können, sowie ein Aufsatz, der dieses Jahr bei Osteuropa erschienen ist in der Themennummer. Erster Weltkrieg und Osteuropa zum Ersten Weltkrieg und der Ukraine. Das ist auch bei uns ausleihbar, war allerdings gerade ausgeliehen, sonst hätte ich es mitgebracht. Ja, damit übergebe ich Ihnen das Wort und freue mich auf den Vortrag. Ja, herzlichen Dank, Frau Maurer. Ich begrüße Sie von meiner Seite auch sehr herzlich. Ich bedanke mich für die freundliche Einladung. Ob vor 2-3 Jahren in so einer Reihe die Ukraine Thema gewesen wäre, so das wissen wir alle nicht. Wir waren eigentlich, die sich mit Ukraine beschäftigt haben, haben uns immer gefreut, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen hat. Und im Moment hat sich das leider etwas gedreht oder geändert. Die Geschichte der Ukraine, der ukrainischen Länder, der Ukrainer im Ersten Weltkrieg und danach ist sehr kompliziert. Was ich also versuche, ist, es für Sie und für heute Abend zu reduzieren
auf wesentliche Punkte und wir können in der Diskussion dann immer noch auf weitere Felder eingehen. Ja? Und ich versuche es, ich habe zwar ein Manuskript, aber zum Teil zumindest auch frei zu machen, dass es für Sie verständlich ist. Und jetzt mache ich mich gerade noch mit der Technik vertraut. Und Sie sehen hier den Titel. Und ich erkläre Ihnen auch gerade, warum dieser Titel, wir uns auf diesen Titel geeinigt haben. So, machen wir es so? Wunderbar, ja. Okay. Also, Sie sehen hier den Titel und das sind die 5 Punkte, die ich ausgewählt habe. Und fangen wir mit den einführenden Bemerkungen an. Was meint eigentlich ukrainische Frage vor dem Ersten Weltkrieg? Worüber sprechen wir, wenn wir über die Ukrainer sprechen in dieser Zeit? Da ist zunächst ganz einfach der Hinweis, wir gehen von etwa 25 Millionen Menschen aus, die vor 1914 als Ukrainer galten. Von diesen 25 Millionen lebten etwa 22 Millionen im Zarenreich in Russland, 3,5 Millionen, sagen wir, in Österreich, Ungarn. Das ist das, was uns die letzten Statistiken vor 1914 geben. Und sozusagen mit der Verlässlichkeit ist es immer eine Frage, aber das sind gute Richtwerte. Und jetzt schauen wir mal hier, sehen Sie eine Karte, die ich Ihnen einfach, um reinzukommen in das Thema, anbiete. Da sehen Sie, hier, jetzt versuche ich mit dem Pointer hier hinzukommen, hier die ukrainischen Gebiete, bis hier Charkow im Osten, die in Russland liegen und hier diese Gebiete, die Teil Österreich-Ungarns sind, auch die nördliche Bukowina, seit den Teilungen Polen-Litauens im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Das sozusagen soll Ihnen eine Vorstellung geben. Die Ukrainer in diesen beiden Herrschaftsgebieten lebten in den Jahren vor 1914 unter sehr unterschiedlichen Bedingungen, auch politischen Bedingungen. In Russland, das heißt da, wo der größte Teil der Ukrainer lebte mit 22 Millionen Menschen, war ihre kulturelle und politische Entfaltung sehr begrenzt. Das war sie zwar für alle Untertanen der Zaren, des Zaren, aber für die Ukrainer gab es Besonderheiten. Die ukrainische Sprache war verboten, zum größeren Teil verboten. Das heißt, der Druck in der ukrainischen Sprache. Dann wurden ukrainische Vereinigungen unterdrückt. Dann sozusagen haben wir zwar seit 1905 ein Parlament in der ersten russischen Revolution, und jetzt hier auch Ukrainer. Also wir haben eine neue Entwicklung in den Jahren vor 1914, aber die wird zum Teil rückgängig gemacht nach 1907, 1908. Die Ukrainer hier waren vor allem Bauern, der übergroße Teil. Und dann haben wir einen kleineren Teil an radikaler ukrainischer Intelligenzia und einen kleineren Teil auch an Adel. Das ist sozusagen die Oberschicht und das ist natürlich wichtig, weil sie artikulieren sozusagen oder geben vor, die Interessen der Ukrainer zu artikulieren, soweit es die Bauern selber nicht taten, getan haben. Und das heißt hier vor allem, es war eine radikale Intelligenz. Ja. Das konnte nicht anders sein und war bei vielen anderen Nationalitäten auch. Es konnte nur eine sozialistisch geformte Nationalbewegung sein, die die Interessen der Bauern auch ansprach, also die Landfrage. Und jetzt sehen wir hier in Österreich ein anderes Bild. In Österreich waren die Ukrainer prinzipiell eine anerkannte Nation, die Sprache war anerkannt, ihre Religion unterschied sich von der im Zarenreich. Die waren meist Unierte, das heißt griechisch Unierte, das heißt, sie unterstanden dem Papst kirchenrechtlich, folgten dem orthodoxen Ritus, ein klassisches Phänomen an der Grenze zwischen orthodoxer und katholischer Welt seit der frühen Neuzeit, während die Ukrainer hier zum allergrößten Teil orthodoxe gewesen sind. Da sie anerkannt waren, hier
war, eigentlich waren die Ukrainer auch deutlich loyaler gegenüber dem Kaiserhaus in Österreich-Ungarn. Diese Region war allerdings polnisch dominiert. Der Adel war polnisch und hieraus gab sich eine spezifische Konfliktlage. Ukrainer gegen Polen und das Zentrum versuchte, beide gegeneinander auszuspielen. Das heißt, auch die Ukrainer konnten etwas davon haben, wenn der polnische Adel zu stark wurde, unterstützte das Zentrum die Ukrainer, um sozusagen das Gleichgewicht herzustellen, eine Machtbalance herzustellen. Die Ukrainer waren auch hier vor allem Bauern, die bäuerliche Bevölkerung. Wir haben hier diese Schichtung ethnisch-national recht scharf, Adel polnisch, Städte eher jüdisch geprägt, zum Teil polnisch, zum Teil auch deutschsprachig und die bäuerliche Bevölkerung hier in dem östlichen Teil ukrainisch, im westlichen Teil auch polnisch. Die Intelligenzia war hier nicht radikal, nicht so radikal zumindest, es waren vor allem Priester. Das waren die nationalen Führer im gesamten 19. Jahrhundert und sie werden in den Jahren vor 1904 zum Teil ersetzt durch eine säkulare Intelligenz. Lehrer und andere Gruppierungen der Gesellschaft. Innerhalb dieser Ukrainer hier in Ostgalizien gab es zwei Gruppen. Das eine waren die Russophilen, das andere die Ukrainophilen. Das sind zwei große Gruppierungen. Gerade vor dem Ersten Weltkrieg, nach der Bosnienkrise 1908, kommt so ein panslawischer Schub auch von Russland, in der russischen Gesellschaft auch, aber auch hier vor Ort sozusagen orthodox, sprachliche Nähe, die große Schutzmacht, Moskau hier oben, das ist ein Teil sozusagen der ukrainischen, der politisierten ukrainischen Gesellschaft und ein Teil ukrainophil, immer stärker seit Ende des 19. Jahrhunderts auf den ukrainischen Nationalstaat als Ziel. Ja? Also hier sozusagen einen eigenen Staat zu gründen. Diese Strömungen haben wir grob und diese Unterschiede zwischen diesen beiden Ländern. Was es verbindet ist, dass in beiden Staaten, Imperien, es sich um periphere Gebiete handelt. Das erkennen Sie deutlich. Und eigentlich sind die Ukrainer in beiden Staaten eher Objekte. Es sind keine politischen Subjekte. Also es fangen eigentlich an, die Nationalbildung kommt, sie stellt Forderungen, aber sozusagen es ist kein ukrainisches Kronland in Österreich-Ungarn. Ja? Und hier gibt es keine administrative Einheit der Ukraine, es sind lediglich Gouvernements. Also es ist auch keine politische Handlungseinheit, würden wir auch sagen. Was jetzt passiert in den vier Jahren des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 ist, dass die Ukrainer immer mehr politische Subjekte werden. Und wir haben am Ende des Ersten Weltkriegs den ersten Versuch, einen modernen Staat aufzubauen, der scheitert. Damit ist die Entwicklung der Ukraine zum Teil ähnlich wie in manchen bei anderen ostmitteleuropäischen Nationen. Die unterscheidet sich aber auch gerade durch diese Art der Erfolglosigkeit. Und das wird zu erklären sein, das möchte ich Ihnen gerne erklären. Diese Geschichte ist kompliziert, sie ist aber sozusagen noch komplizierter nach dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt gehe ich mal zu meinem zweiten Punkt und schaue, wie ich jetzt hier weiterkomme. Sie sehen dieses noch zur Erklärung, die Teilung Polens. Da haben Sie die Karte noch einmal, die Ihnen auch hier die Gebiete zeigt. Hier liegt Kiew am Dnieper. Das müsste verständlich sein. Und jetzt sehen Sie das sozusagen, was sich die ukrainischen Nationalen oder Nationalisten erträumen, dieses zu einem einheitlichen Staatsgebilde zu transformieren. Ja, Sie sehen aber hier noch Austria-Hungarian Empire. Es ist eigentlich sozusagen noch die Zeit vor dem Ende, vor dem Zusammenbruch der großen Imperien 1917, 1918. Aber hier haben Sie die Karte und Sie haben hier vor allem auch die Grenzen, die heutigen Grenzen der Ukraine. Wobei das hier natürlich immer oder gerade jetzt eine große Frage ist. Und die Karte habe ich
später noch einmal, dann können wir darauf noch einmal zu sprechen kommen. Dann gehe ich eins weiter. Und Sie sehen hier dann in einem genaueren Ausschnitt Ostgalizien, und ich zeige Ihnen die wichtigsten Städte: Lemberg, polnische Lwów, ukrainische Lwiw, Przemyśl, hier schon in dem sozusagen nicht mehr Ostgalizien, sondern in der Mitte gelegen, und hier Krakau im Westen gelegen. Und diese ganze Region liegt vor dem Karpatenabhang. Und hier unten schließt sich die Bukowina an mit Czernowitz. Und jetzt kommen wir sozusagen auf den Krieg zu sprechen, 1914. Und ich habe mir gedacht, mit guten Gründen, dass ich Ihnen wichtige Schauplätze dieses Krieges vorstelle. Das mache ich nicht, weil ich mich für Kriegs- oder Militärgeschichte per se interessiere. Aber es hat so ein bisschen einen Hintergrund, dass ich mir einfach denke, das ist wichtig, auch weil wir eigentlich bestrebt sind, in diesem Jahr und in den nächsten Jahren sozusagen das Bild des Ersten Weltkriegs, was so stark von der Westfront geprägt ist, von der Somme, von Verdun, von anderen Schlachten, sozusagen um unser Wissen um die Ostfront zu erweitern. Und deshalb sozusagen hier das Ziel, auch einzelne Orte von Schauplätzen kriegerischer Auseinandersetzungen Ihnen zu zeigen. Deutschland und Österreich-Ungarn, die Mittelmächte, rechnen nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien und sozusagen Anfang August mit den verschiedenen Kriegserklärungen damit, dass Russland eine der Gegner, der Feindesmächte, langsam aufmarschieren wird. Das heißt, Deutschland wendet sich erst nach Belgien, Frankreich, wie Sie wissen, der Schliefenplan, um dann sozusagen seine Truppen nach Osten zu dislozieren, in der Annahme, die Russen brauchen 3-4 Wochen. Da täuschen sie sich. Die Russen sind 1914 sehr schnell an den Frontorten in Ostpreußen und in Ostgalizien. Und was passiert? Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das alles habe. Hier sehen Sie sozusagen die, nicht die Kaiser, aber die Hauptmatadoren sozusagen der Militärs, den österreich-ungarischen Generalstabschef Konrad von Hötzendorf und Erich von Falkenhayn. Das ist nicht der erste Chef des Generalstabs, da war Moltke davor, aber 1914 bis 16, 17 sind das die Hauptpersonen auf der Seite der Mittelmächte. Und das habe ich reingenommen, um Ihnen nur eine Vorstellung davon zu geben. Das ist nicht direkt die Ukraine, aber es zeigt Ihnen etwas die Haltung, die sowohl in Österreich-Ungarn als auch in Deutschland verbreitet ist gegenüber der Ostfront. Hier sehen Sie zwar Stellungskrieg in Polen, aber so marschieren auch die österreich-ungarischen Truppen nach Galizien. Das ist Bewegungskrieg, hier kann man Karten spielen, sehen Sie das, ja, Waldesruhe, hier ist Ruhe, hier ist eigentlich, das sind die Postkarten, die nach Hause geschickt werden, keine Gefahr, keine Gewalt, ist alles in Ordnung, alles unter sozusagen Kontrolle. Das ist Hindenburg, der große Hero, sozusagen dann ab 1914. Das ist sozusagen die Haltung natürlich auch von Superiorität, mit der man sozusagen sich nach Osten wendet, in der Vorstellung der eigenen Fortschrittlichkeit und Größe, die man hat. Und jetzt eben Anfang September ganz plötzlich stehen die russischen Truppen in Ostgalizien. Sehr schnell diese Eroberung vom September 1914 bis Sommer 1915. Sie sehen hier Zar Nikolaus II., den ich Ihnen eben im Bild gezeigt habe, seit 1915 Herbst dann Oberbefehlshaber, aber sozusagen hier in Lemberg, das ist ein Bild dann schon vom Frühjahr 1915, da macht er diesen berühmten Besuch in Lemberg. Das ist russische Besatzung dieser Region und das hat bedeutet für die Bevölkerung sehr schnell Unterdrückung der ukrainischen Sprache, auch aller kulturellen Institutionen, die geschlossen werden, der ukrainischen Presse,
auch Einschränkungen der Kirche etc. pp. Ja? Also sozusagen dies sozusagen hier russische Besatzung 1914-1915 mit Ausnahme dieser Festung Przemyśl in Mittelgalizien. Das ist nicht bekannt, obwohl es eigentlich eine der ganz großen sozusagen Festungsanlagen war, vergleichbar mit Ostfrankreich, hier sozusagen nach Norden geschoben zum Schutz Österreich-Ungarns an einer wichtigen Eisenbahnlinie gelegen, Przemyśl zweimal besetzt von russischer Seite, beim ersten Mal erfolglos, September, Oktober und dann von November bis März, bis zum 22. März 1915, dann fällt diese Festung. Über 100.000 Menschen sind drin, können nicht mehr versorgt werden, gehen in Kriegsgefangenschaft. Eigentlich ein großes Drama, wir haben keine neuere Darstellung darüber, kann man eigentlich nicht sozusagen verstehen. Ostgalizien wird von der russischen Besatzung als russisches Land angesehen. Es sind galizische Russen, es gibt keine Ukrainer. Ja? Die kommen quasi heim ins Reich, wenn man das so in Anführungszeichen so sagen darf. Dies ist der Generalgouverneur Galiziens, Georgi Bobrinsky, und er sagt ganz explizit, ich werde hier die russische Sprache, das russische Gesetz und die russische Ordnung durchsetzen. Das ist sozusagen programmatisch sehr kurz gefasst dann bei ihm. Und dann im Sommer, Frühjahr, Sommer 1915, die Rückeroberung dieser Gebiete durch österreich-ungarische und deutsche Truppen. Und hier ist es wohl wirklich so gewesen, dass die österreich-ungarischen Truppen dies alleine nicht geschafft hätten. Jetzt haben wir die 10., glaube ich, 10. oder 11. Armee Deutschlands, die hier sozusagen Feder führen, wenn Sie so wollen, an dieser Rückeroberung dieser Gebiete, dem Partner Österreich-Ungarn hilft. Und in Gorlice, Mai 1915, haben wir eine Schlacht mit über 250.000 Toten und Kriegsgefangenen. Die Zahlen sind hier schwierig, weil häufig diese Zahlen nicht genau ausdifferenziert sind. Wie viele Tote, wie viele Verletzte, wie viele Kriegsgefangene. Und dies ist eine Schätzung nach einer neueren Darstellung. Es gibt auch niedrigere, die bei 150.000 liegen. Aber sozusagen 9 Monate russisch besetzt, jetzt Rückeroberung dieser Gebiete und zuvor auch unter Österreich-Ungarn und jetzt wieder werden die verhaftet und interniert, die vorher sozusagen sich nicht als loyal erwiesen haben. Also durchaus nicht so, dass unter österreich-ungarischer Herrschaft alles gut war, schon vor der russischen Besatzung nicht und jetzt auch nicht. Das war sozusagen, wenn das die zweite Phase war, die Rückeroberung dieser Gebiete, dann haben wir jetzt diese dritte Phase, die sogenannte Brusilow-Offensive, nach diesem General benannt, Alexei Brusilow. Er gilt als der, sozusagen, der hellste Kopf der russischen Militärs im Ersten Weltkrieg. Und Sie sehen hier im Sommer, im Juni 1916, der Versuch hier durchzubrechen. Das ist Galizien, Sie erkennen es hier. Wenn ich es richtig sehe von hier vorne, wenn hier vorne steht, ist man immer etwas irritiert. Und der Versuch, eigentlich durch die Karpaten durchzustoßen nach Ungarn und Richtung Budapest, und das wäre sozusagen ins Herz der österreich-ungarischen Armee gewesen. Es gelingt ihm durchaus, sehr schnell sozusagen mit seiner Taktik, sozusagen nicht eines massiven Vorstoßes, sondern da, wo Schwächen des Gegners sind, durchzubrechen. Aber sozusagen, er kann das nicht auf Dauer dem standhalten, sodass nach 2-3 Monaten diese Offensive hier zurückgeworfen wird. Es ist aber sozusagen die einzige Offensive des Ersten Weltkriegs, die auch nach einem General benannt ist. Und sozusagen ganz deutlich erkennen, sozusagen, dass das als sein Verdienst, sozusagen sein militärisches Verdienst gewesen ist. Also diese Offensive haben wir hier. Und dann gehen wir schon weiter und kommen zum Ende des Krieges. Und Sie sehen hier Ende 1917, 1918, der Frontverlauf hier. Und das schiebt sich im Laufe des Jahres 1918 bis hier
durch. Was möchte ich Ihnen damit schildern? Zunächst ganz einfach nur, die Situation in der Ukraine, in den ukrainischen Siedlungsgebieten, unterscheidet sich deutlich von denen in Russland. Diese Gebiete sind Kriegsgebiet im klassischen Sinne. Hier gab es Gewalt, hier gab es Schlachten, hier gab es Tote unmittelbar, während Russland eigentlich, das Innere Russlands, ja gar nicht vom Krieg betroffen war in diesem Sinne. Das muss ja unter anderem, oder das kann unter anderem Auswirkungen natürlich auf die Erinnerungskultur haben. Ja? Ist sozusagen die Kriegsschauplätze so weit weg, dass sie praktisch die Gesellschaft als Erfahrung nicht erreicht, dann wird das oder kann das unterschiedliche Implikationen haben. Was wir aber sehen, und das nehme ich hier vorweg, ist, wir haben kaum eine Erinnerung in der Ukraine heute an diesen Krieg. Mit Ausnahme, vor 4 Wochen war ich auf einer Konferenz in Lemberg, dass man hört, aber nicht eher von professionellen Historikern, sondern von politiknahen Historikern, die Besatzung 1914 erinnert an heute. Ja? Also September 1914 und heute, da gibt es sozusagen Verbindungen, die gezogen werden, aber es ist nicht so, dass das flächendeckend in der Ukraine heute ist, sondern das sind einzelne Stimmen, die sagen, schon damals, so war es. Erinnert wird der Zweite Weltkrieg und nicht der Erste. Dabei sozusagen gab es Erfahrungen von Gewalt und politischer Repression gegen die zivile Bevölkerung und auch gegen die Soldaten zuhauf. Was steht dagegen im Mittelpunkt auch heute? Der Kriegsausgang. Das unterscheidet schon nicht nur die Ukraine von, ich sage mal, uns, sondern sozusagen, das ist zum Teil ähnlich wie in Polen. In Polen wird auch nicht die ersten 2 Jahre des Krieges erinnert, sondern 1918, der neue Staat. Das ist das zentrale Ereignis. Und hier auch 1917, 18 die Frage des eigenen Staates. Was dabei wegfällt, ist die gesamte Gewalterfahrung. All das, was eigentlich in England, Frankreich vor allem, in diesen beiden Ländern mit den Millionen Toten, das erinnert wird und was uns sagen lässt, Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs. Das heißt, auch die Schlachten, die ich Ihnen eben genannt habe, sind nicht im Bewusstsein. Der Zweite Weltkrieg mit seinen sozusagen großen Verlusten, den Tragödien dieser Jahre sehr wohl, aber diese Zeitschicht und diese Erfahrung nicht. Dabei ist es wichtig, und damit komme ich schon zu meinem dritten Punkt, den Soldaten, und das wird schon schwierig sein, darzustellen, dabei ist das wichtig, weil Gewalt ein großes Thema in der neueren Forschung ist. Wir haben hier neue Formen von Gewalt an diesen Fronten und auch in der Ostfront. Die Ostfront ist eine Bewegungsfront, weniger Stellungskrieg, große Frontverläufe, Hunderttausende von Kriegsgefangenen, da gibt es wichtige Unterschiede. Vor allem aber auch, wir haben hier die neuen Waffen, die es im 19. Jahrhundert so noch nicht gab. Die ersten Formen von Panzern, Flugzeuge, auch wenn sie noch nicht flächendeckend eingesetzt werden. Es ist vor allem ein Artilleriekrieg, Kanonen, all dies. Das sind sozusagen für Soldaten, die ausgebildet sind im Mann-zu-Mann-Kampf, wo es um persönliche Stärke, Ehre und anderes ging, waren dies vollkommen neue Formen von Gewalt. Da wird man sozusagen getroffen von einer Bombe, von etwas, ohne dass es um die eigenen Kampffähigkeit, ohne um Ähnliches geht. Das hat einfach auch ganz neue Formen von Traumata geschaffen, vor allem an der Westfront durch den Gaseinsatz, aber den gab es hier zum Teil auch. All das sozusagen können wir so bis jetzt nicht erforschen oder fangen erst an, weil sozusagen der Erste Weltkrieg durch politischen Ausgang überlagert ist, wenn überhaupt der Erste Weltkrieg ein Thema ist. Und er könnte es sein, und das möchte ich Ihnen auch in den nächsten Minuten verdeutlichen, warum. Ich gehe aber zunächst jetzt auf die... Jetzt mache ich eine kleine Pause und bleibe hier, weil es zu den einfachen Soldaten so sozusagen wenig Bilder gibt. Ja. Was wir nicht haben, ist nicht nur keine Gräber. Auch vor 4 Wochen in Lemberg wurde mir gesagt, jetzt fängt es überall an, in Odessa auch. Habe ich es gefunden. Ja, wir haben noch Gräber, sie kippen bald weg von dem alten Friedhof.
Wir bemühen uns jetzt sozusagen, sie vielleicht noch zu retten und wieder aufzustellen. Diese Art von materiellen Überrest, materielle Erinnerung ist sozusagen, in Resten ist es doch da und man wird sich dessen jetzt bewusst, dieser Geschichte. Wir haben auch keine Denkmäler dazu. Und vor allem auch, wir haben bis jetzt ganz wenig an Erinnerungen, an Tagebüchern, an ähnlichen Dokumenten von sozusagen Gefreiten, von einfachen Soldaten, nicht von den Offizieren. Das macht es schwierig, sozusagen diese Geschichte von unten zu rekonstruieren. Was wir sozusagen wissen, ist aber doch einiges. Wir können eben zunächst einmal sagen, dass die ukrainischen Soldaten auf beiden Seiten kämpften, auf sozusagen in der zarischen Armee und in der Armee Österreich-Ungarns. Und hier nochmal ganz interessant, weil ich 3-4 Jahre in Irland war. In Irland gibt es sozusagen eine große Diskussion über die irischen Soldaten in der britischen Armee im Ersten Weltkrieg. Wie viele Untersuchungen gibt es? Sie wissen ganz genau, welche Einheiten, wie viele Personen, was mit ihnen passiert ist. In der Ukraine gibt es das noch gar nichts. Man könnte sagen, null. Es gibt noch nicht einmal richtiges sozusagen Interesse dafür. Und das fängt jetzt erst an. Was wir sagen können, die übergroße Zahl der Soldaten auf beiden Seiten ist bis 1917 loyal gewesen. Sie hatten natürlich auch einen Eid geleistet. Wir haben keine größeren Bekundungen von Desertionen, von Protestformen in der Armee. In Österreich-Ungarn dienten die Ukrainer in den regulären Einheiten. Wir haben allerdings eine sogenannte ukrainische Schützeneinheit, das heißt eine separate Einheit. Und das war bei nationaldenkenden Ukrainern immer interessant. Eigene Einheiten bedeutet, das kann der Nukleus einer eigenen Armee sein. Und eine Armee ist sozusagen ein wichtiges Kennzeichen eines eigenen Staates. Überall, wo man solche Dinge aufbauen kann, die man entwickeln kann, sozusagen, da ist natürlich diese große Idee dann dahinter gewesen. Wir können zweitens zumindest allgemein sagen, dass die brutale Kriegspolitik in Ostgalizien und in der Bukowina sicherlich auch die Loyalität der Bevölkerung, sowohl der zivilen als auch der soldatischen, der Soldaten beeinflusst haben wird. Aber wie, das ist eben schwierig zu sagen. Wir haben auf jeden Fall dann im Jahr 1917, nach der Februarrevolution, ja, Ende des Zarenreiches, eine provisorische Regierung und Sowjets, sagen die Republik, die ausgerufen wird. Jetzt haben wir nicht nur die Rufe nach Demokratisierung der Armee, sondern auch der Nationalisierung. Das heißt, die ukrainische nationale Bewegung strebt nach größerer Autonomie. Es gibt einen regelrechten Schub von unten, im Frühjahr, Sommer 1917, die Armee zu nationalisieren. Das sieht so aus, dass sozusagen ukrainische Soldaten Druck ausüben auf politische Repräsentanten. Und das liegt vor allem daran, dass die Soldaten bäuerliche Soldaten waren. Und die Bauern wollten nach Hause. Warum? Weil eine Landreform versprochen wurde. Und da wollte man dabei sein und da musste man nah dabei sein. Da musste man schnell sozusagen vor Ort sein, wenn sie verkündet wurde. Ja? Deshalb sozusagen war man bestrebt und man schaffte es auch, einen eigenen Kiewer Militärbezirk zu schaffen und dann durchzusetzen im Laufe des Frühjahrs, Sommers 1916, dass sozusagen ukrainische Soldaten nur hier dienen konnten. Und man schaffte es, dass das ukrainische Kommandosprache wird in der Armee. Das sind schon alles deutliche Änderungen, die wir hier sehen. Und die deutlich zeigen, dass wir hier einen Nationalisierungsschub in der Armee haben. Wir haben auch ein Organisationskomitee für einen ukrainischen Militärclub. All dies sozusagen deutet darauf hin, dass sich hier grundlegend etwas ändert. Auf die politischen Implikationen gehe ich gleich in einem nächsten Schritt ein. Wir haben
Militärkongresse, die jetzt in Kiew abgehalten werden, wo sich Soldaten und Soldatenvertreter treffen, durchaus ähnlich wie in Sowjets, das heißt in Räten. Und wir haben sogar die Selbstukrainisierung von ganzen Regimentern im Frühjahr, Sommer 1917. Wir haben sozusagen hier eine neue Konfliktlinie, die sich auftut zwischen russischen Soldaten und ukrainischen Soldaten. Und das geht weiter so im Laufe des Jahres 1917. Im Herbst, im November 1917, wird eine eigene sogenannte ukrainische Front gegründet. Das sind verschiedene Fronten, die es hier gegeben hat. Die rumänische Front, der Kiewer Militärbezirk, das wird zusammengefasst zu einer ukrainischen Front. Allerdings, weil man diese Nationalisierung der ukrainischen Soldaten sozusagen sich nicht zu als einen zu linearen Prozess denken. Denn die wirtschaftliche, soziale Entwicklung wurde immer schlechter und es gab durchaus dann auch hier von Norden, von den Bolschewiki, von linken, von sozialistischen Gruppierungen jeglicher Couleur her, sozusagen den Hinweis sozusagen darauf, dass nicht das Nationale das Entscheidende ist, sondern die sozialen Forderungen. Und dieses Machtzentrum, was sich in Kiew bildet, was ich gerade für einen Moment noch nach hinten stelle und Ihnen nicht erkläre, sozusagen war relativ schwach, wenn es diese sozialen und wirtschaftlichen Forderungen der Soldaten nicht nicht nachkommen konnte. Also das zu den Soldaten. Wir haben aber auch noch die Kriegsgefangenen und ich hatte Ihnen gesagt, dass zum Teil in einzelnen Schlachten Zehntausende, Hunderttausende Kriegsgefangene gemacht wurden. Jetzt habe ich doch irgendwo ein Bild, das ist zwar nicht dieses, dieses zeige ich Ihnen. Es gibt neue Forscher, die sprechen von bis zu 2,4 Millionen Soldaten der deutschen und der österreich-ungarischen Armee, die im Gewahrsam Russlands gekommen sind. Also das ist natürlich eine Gesamtzahl und die Schätzungen für die ukrainischen Kriegsgefangenen schwanken zwischen 300.000 und 500.000. Und was wir hier sehen, ist, dass es seit 1914, 15 hier eine nationale Separierung gibt. Wir haben auch sozusagen eigene Internierungslager und das bekannteste ist dieses Lager Thalerhof südlich von Graz, was wir haben. Hier sind Kriegsgefangene interniert worden, aber auch sozusagen politische Gefangene, wenn ich den Begriff im weiteren Sinne gebrauchen darf. Und zum Teil nicht nur arretiert worden, sondern unter sehr unmenschlichen, grausamsten Bedingungen Tausende umgekommen, gestorben. Was Ukrainer durften und was nationale Organisationen der Ukrainer durften während des Krieges, ist hier in diesen Gefangenenlagern zu agitieren, Propaganda zu machen für die eigene Sache, sag ich mal, für die nationale Sache. Und das taten sie mit unterschiedlichem Erfolg. Es gibt Hinweise darauf, dass es zu großen Konflikten auch zwischen russischen und ukrainischen Soldaten kam. Wie der Erfolg im Einzelnen war, ist strittig, aber es gab hier doch einen Ukrainisierungsprozess, gerade unter den Kriegsgefangenen. Und auch hier sozusagen war es dann die Frage, ukrainische Soldaten aus Russland, in Österreich, Ungarn, waren das überhaupt eine Nation? Ja, Ukrainer in Österreich, Ungarn und Ukrainer in Russland, die Unterschiede waren groß. Also hier wurden Prozesse, kulturelle Prozesse, soziale Prozesse in Gang gesetzt. Und jetzt gehe ich nach eins weiter und weise zumindest darauf hin, wir haben nicht nur die Front, sondern wenn ich hier zurückgehe, auf dieses Bild nur, wir haben hier ja den Frontverlauf, vor allem in der Ukraine, in diesem Bereich, das habe ich Ihnen geschildert. Was ist dieses dann? Dann ist dieses sozusagen das Hinterland, die Heimatfront. Diesen Begriff gebrauchen wir vor allem seit dem Ersten Weltkrieg, Heimatfront. Und Front und Heimatfront sind aufeinander bezogen. Sozusagen die Front kämpft, und die Heimatfront wird mobilisiert für die Front und sie nationalisiert sich auch. Hier ist zunächst nur für mich hinzuweisen auf die Flüchtlinge, die Flüchtlingsströme, die wir haben, vor allem hier in Kiew, aber auch hier in Kharkiv in der Gegend und hier Hunderttausende, deren Versorgung und Unterbringung sozusagen schlecht organisiert gewesen ist
und wo es sozusagen nicht nur vom Staat her, sondern auch von unten her Mobilisierungen gibt. Das alles zeigt Ihnen, dass der Krieg natürlich mentale Prozesse in Gang setzt, zu denen auch hier sozusagen die Nationalisierung gehört. Damit bleibe ich noch recht allgemein bei diesem Punkt, aber sozusagen das sind die Konturen, die sich abzeichnen und hier sozusagen müssen wir dann weiter forschen. Und ich gehe jetzt meinem vierten Punkt auf sozusagen die Nationsbildung, auf die Politisierung der Nation im Ersten Weltkrieg ein. Und da haben wir sehr interessante Prozesse und ich bin auch an einigen forschungsmäßig intensiver interessiert. Wir haben von den Mittelmächten, Deutschland, Österreich, Ungarn, die sogenannte Randstaatenpolitik als eine sozusagen Idee. Und was heißt Randstaatenpolitik? Hier gab es schon Intellektuelle Ende 19. des frühen 20. Jahrhunderts und dann vor allem während des Ersten Weltkrieges, die Randvölker, wie es hieß, von Russland loszulösen. Das heißt, die nationalen Bewegungen zu unterstützen und damit Russland zu destabilisieren. Da waren Intellektuelle beteiligt, da waren Baltendeutsche, deutsch-baltische Adlige beteiligt. Und während des Krieges kamen sozusagen nationalgesinnte Ukrainer hinzu. Die sagten sozusagen, das ist die Strategie, die wir verfolgen müssen. Das ist der Weg für uns Ukrainer, wenn wir uns herauslösen wollen, vor allem aus Russland, aber natürlich dann auch aus Österreich-Ungarn. Wir haben zwei Zentren, gerade in Galizien, eine radikalere Bewegung, Bund der Befreiung der Ukrainer. Das sind eher Intellektuelle aus Russland, die sich erst in Lemberg treffen und dann nach Wien gehen. Jetzt muss ich schauen, wo ich es habe. Wien, hier irgendwo Wien und dann nach Berlin zum Teil auch gehen. Hier eine Gruppe gründen. Was machen sie? Sie schaffen das erste Mal in Zehntausenden Pamphlete, kleinere Bücher, Broschüren sozusagen zu drucken und wollen auf die öffentliche Meinung in Österreich, Ungarn und Deutschland einwirken. Die nutzen wir zum Teil noch bis heute, weil das natürlich schöne Quellen sind in deutscher Sprache. Wir müssen natürlich quellenkritisch entsprechend sozusagen damit umgehen müssen. Diese Organisationen werden zum Teil und in Maßen auch finanziell und politisch unterstützt von Wien und Berlin. Dazu kommen diplomatische Aktivitäten, die sie entfalten während des Krieges. Sie bauen Kontakte auf, wie sich der Krieg entwickelt nach dem Krieg für sozusagen ein Nationalstaatsprojekt, natürlich ganz entscheidend. Sie machen die Propagandaarbeit in Gefangenenlager, darauf hatte ich hingewiesen. Und sozusagen, das sind Personen, die uns in besonderem Maße interessieren. Dazu gehört unter anderem der Metropolit der Unierten Kirche, hochgeschätzt bei Ukrainern, Andrii Sheptitsky. Sein Bruder bekennt sich zum Polentum, er zum Ukrainertum. 2-3 Jahrhunderte polnischer Adel gewesen. Weist dann darauf hin, eigentlich komme ich aus dem Ukrainischen und bin polonisiert worden im 17. Jahrhundert und jetzt bekenne ich mich wieder zum Ukrainertum. Er ist die große Integrationsfigur der Ukrainer bis in sein Todesjahr 1944. Er wird während des Ersten Weltkriegs verschickt nach Russland, kehrt dann erst 1917 zurück, aber davor, 1914, entwickelt er einen Plan. Und er sagt, wir hätten gerne eine Ukraine als Teil Österreich-Ungarns. Die soll nicht nur Ostgalizien umfassen, sondern die gesamte russische Ukraine auch. Ja? Hier sehen Sie sozusagen, was für Ideen hier genannt werden, muss ich mal gerade schauen. Irgendwo habe ich nochmal die Karte. Jetzt gehe ich doch noch, Entschuldigung, jetzt weiter hinten ist sie irgendwo, das ist nicht gut. Ich gehe zurück, sonst verwirre ich Sie nur zu sehr. Aber sozusagen dieses ganze Gebiet, die russische Ukraine, wenn ich das zeigen darf, das soll Teil Österreich-Ungarns werden, zusammen mit Ostgalizien. Ja, das ist das Ziel. Und in seiner Vision von Sheptitsky
natürlich sozusagen dann die Konversion der orthodoxen Bevölkerung hin zur griechisch monierten Kirche. Also das ist eine Idee, die wir hier sehen, die sozusagen entwickelt wird. Michailo Ruschewski ist der große Historiker der Ukraine. Das Besondere an ihm ist, dass er nicht an der Staatsidee ansetzt, sondern sozusagen von unten eine ethnische Konzeption schafft, Ende des 19. Jahrhunderts. Und er ist Professor in Lemberg an der Universität. Er wird der große Nationalhistoriker und er ist gleichzeitig Politiker, gemäßigter Sozialist. Und 1917 finden wir ihn nach der Februarrevolution in Kiew, in der sogenannten Zentralrada, das ist das Vorparlament, was sich bildet, dessen Vorsitzender wird er. Er zunächst in dieser Zeit des Ersten Weltkriegs, wie die meisten Nationalukrainer, wovon sie träumen, ist eine Art Autonomie innerhalb Russlands. Kein Gedanke an den Nationalstaat 1914, 15, das ist sozusagen noch viel zu weit weg für diese Person. Aber natürlich die kulturellen Rechte, das soll gewährleistet sein. Eine Art von Autonomie innerhalb Russlands, das ist das, wofür er sich einsetzt. Und dann haben wir diese Person, Stepan Rudnitsky, die ich näher erforsche. Er ist auch ein Aktivist des Bundes der Befreiung der Ukraine. Er schafft die Konzeption für ein ukrainisches Territorium. Kein Staat ohne Territorium. Es gibt keine nationale Geografie. In Westeuropa, in Deutschland, in Österreich, Ungarn wird immer behauptet, es gäbe einen osteuropäischen Raum. Und er schafft solche Karten wie diese, die dann 1916, 17, 18 ganz entscheidend werden, weil die Polen ähnliche Karten haben mit ihrem nationalen Territorium. Und sie alle drängen sozusagen zur Politik hin, zu den eigenen Parteifraktionen oder nach Versailles, zu den eigenen Expertengruppen und im entscheidenden Moment die richtige Karte auf den Tisch legen zu können. Ja? Und hier sehen Sie eine weite Konzeption der Ukraine. Hier der Nordkaukasus, wo die Kuban-Kosaken, früher waren das Dnieper-Kosaken, eben gehören dazu, geht bis weit in die heutigen mittelrussischen Gebiete hinein. Das alles ist sozusagen Teil einer ethnografisch verstandenen Ukraine. Er schafft solche Bücher, Pamphlete in großen Auflagen. Ukraine, Land und Leute, Kriegsschauplatz Galizien, ja, die sozusagen an die deutschsprachige Öffentlichkeit in Österreich, Ungarn und in Deutschland gerichtet sind. Jetzt kürze ich das etwas ab, um gut durchzukommen. Und sozusagen, er hat die Verbindungen in die wissenschaftlichen Kreise und versucht sozusagen auf dieser gelehrten Ebene auch Kollegen zu animieren, in diese sozusagen in die, den Ideen einer nationalen Geografie zu unterstützen der Ukraine. Das gelingt ihm durchaus zum Teil. Wir sehen, das sind nur so zwei, drei Vorstellungen, wo Sie erkennen können, in welche Richtung das ukrainisch-nationale Denken während des Ersten Weltkriegs geht. Natürlich gab es da unterschiedliche Konzeptionen und Vorstellungen. Man könnte ja auch die russische Vorstellung nehmen, also dass Ostgalizien Teil eines Russlands sei, ist sicherlich sozusagen auch eine Einvereinnahmung. Aber hier hätten wir eben kein getrenntes ukrainisches Territorium, noch nicht einmal eine Verwaltungseinheit, sondern es würde einfach eingespeist in das größere Russland. Deshalb würde ich das so nicht sozusagen hierbei nennen wollen. Wir haben diese Art von ukrainisch-nationalen Denken, was sich sozusagen intensiviert 1916, 1917. Und dann haben wir den historischen Moment. Und das ist sozusagen mein nächster Punkt, der vierte von fünfen, den ich ansprechen möchte. Die Zeit habe ich noch. Ja. Das ist der historische Moment. Ohne den historischen Moment lässt sich kein politisches Projekt verwirklichen. Warum ist das der sozusagen historische Moment Ende 1917 bzw. Anfang 1918? Wir haben jetzt Russland in der Krise. Wir haben die neue Sowjetregierung. Wir haben dort sozusagen das Dekret über den Frieden.
Wir haben dort die Frage, kann sich diese neue Sowjetregierung in Petrograd halten oder bricht sie bald wieder zusammen? Und diesen Moment der Schwäche, der gleichzeitig nun auch ein Moment der Aggression war, weil wir diese roten Garden haben, die die Rote Armee werden und die von Osten her in die Ukraine eindringen, in die Industriestädte. Diesen Moment der Schwäche sozusagen will man natürlich nutzen und aus dieser Zentralrada, ein Vorparlament, haben wir ein Universal, das ist der Ausdruck für ein Gesetz. Universale gab es bei den Kosaken in der frühen Neuzeit, daher der Begriff. Und über die Autonomieforderungen münden sie sozusagen im Januar 1918 in die Erklärung der Unabhängigkeit der Ukraine. Der Krieg als Chance, wenn Sie so wollen, so krude das klingen mag, aber das ist sowohl für das polnische Denken, aber auch für das ukrainische Denken wichtig. Warum sozusagen haben sich die Mittelmächte darauf eingelassen, hier das erste Mal die Ukraine als politischen Akteur zu akzeptieren? Damit wird sozusagen die moderne Ukraine das erste Mal zu einem politischen Subjekt, weil sie international anerkannt wird durch die Mittelmächte. Das tun die Mittelmächte nicht aus Altruismus, sondern sozusagen der Hunger in Österreich-Ungarn führt schon zu Protesten, zu Aufstandsformen. Die Mittelmächte sind zum einen unzufrieden mit den sowjetrussischen Delegationen, Trotzki gehört dazu. Sie kommen mit denen nicht weiter, Ende 1917, zu Beginn 1918. Sie sehen dann durchaus diese ukrainische Delegation als seriöser. In diesem historischen Moment denken sie, hier könnte ein stabiles Gemeinwesen entstehen, in zumindest freundschaftlichen politischen Beziehungen zu den Mittelmächten. Und das Zweite, sie brauchen ukrainisches Getreide. Ja, also der Mythos der sozusagen von dem Getreideland. Und das heißt, was hier ein Deal gemacht wird, ist 1 Million Tonnen Getreide, 400 Millionen Eier, Rinder, die Zahlen werden festgesetzt, gegen militärische Unterstützung dieses neuen ukrainischen Staates, er nennt sich Ukrainische Volksrepublik, gegen die Bolschewiki und die Roten Garden, die von Osten und von Norden her in das angenommene, noch nicht voll demarkierte Territorium eindringen. De facto war diese Ukrainische Volksrepublik zu diesem Zeitpunkt schon akut gefährdet. Ja, die Truppen rückten auf Kiew zu, die Delegation hatte teilweise Schwierigkeiten, nach Brest-Litovsk zu kommen überhaupt. Aber dies ist der Deal. Und wenn wir es vom Jahr 2014 aus sehen, das Argument wird noch nicht so gebracht, aber es ist natürlich das Argument, eigentlich ist die moderne Ukraine ein europäisches Geschöpf. Ja? Es ist zwar instrumentalisiert deutlich von Österreich-Ungarn und von Deutschland, also kein Altruismus, aber es ist sowohl das Ergebnis einer eigenen Nationalisierung als auch sozusagen einer internationalen Unterstützung, die wir hier sehen. Das geht nicht wirklich gut, nicht lange gut. Die deutschen Truppen rücken zwar ein, auch in großer Zahl, und die österreichisch-ungarischen auch, aber zum einen schafft es die Ukraine nicht, ihren vertraglich zugesicherten Lieferungen entsprechend nachzukommen. Ja. Zum Zweiten ist diese Regierung auch sozialistisch gesinnt. Ich hatte schon gesagt, das konnte gar nicht anders sein in der Tradition des 19. Jahrhunderts als eine linke Form von Nationalstaat. Und das passte den deutschen und österreichisch-ungarischen Militärs auch gar nicht. Da gab es sozusagen einen Clash an Weltanschauung und an politischen Interessen. Und das merken wir dann schon im Frühjahr 1918, im April 1918, jetzt muss ich gucken, ob ich das hier habe. Hier sehen Sie die sowjetische Delegation mit Trotzki. Die erste sozusagen, da kamen nur ein paar ganz Versprengte an und da konnten sozusagen die Mittelmächte gar nichts mit anfangen. Dann haben wir hier die Delegation der Mittelmächte mit Richard Kühlmann und General Max Hoffmann. Und hier sozusagen der Mythos der Schätze der Ukraine, im Jahre 1918, Fläche, Zuwachs.
die landwirtschaftliche Produktion könnte den Bedarf der Mittelmächte sicherstellen, ihre reichen Schätze etc. pp. Hier, das sind die entscheidenden Personen, die sehr unterschiedlich sind. Sie interessiert es vielleicht nicht so, aber ich möchte Ihnen den Punkt nennen, wir haben da unterschiedliche Meinungen. Einer dieser hohen Generäle, Max Hoffmann, gilt als jemand, der sehr ukrainophil war und der durchaus sich dafür einsetzte, dass hier ein ukrainisches Staatswesen mit sozusagen stabil entstehen konnte. Bei General Hermann von Eichhorn dagegen haben wir in den Äußerungen ganz deutlich kolonialistische Äußerungen. Das ist sozusagen, da ist Ukraine so wie ein afrikanisches Land, wie das koloniale Denken des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts. So geht man hier mit diesem Territorium, mit den Ukrainern um. Im April 1918, und jetzt komme ich schon langsam zum Schluss, haben wir dann sozusagen wird diese ukrainische Volksrepublik die Regierung abgesetzt und ersetzt durch den Hetman Skoropadskyj. Das war ein zarischer General, eine alte ukrainische Kosakenfamilie, aber also ein altes Geschlecht, von daher natürlich auch ein gewisses Ansehen, was sie hatte. Und er wird eingesetzt. Und hier ist die Frage, ob das ein Regime von deutschen und österreich-ungarischen Gnaden gewesen ist, was wir jetzt hier in der Ukraine von April bis Ende 1918 haben, oder ob es ein eigenständiges Regime war. Auf jeden Fall gilt, es war eines, das den Interessen der Adligen Rechnung trug, das heißt auch reprivatisierte, landreprivatisierte. Die bäuerliche Bevölkerung hatte nicht viel von ihm, es war im Land in weiten Schichten verhasst. Was es leistete, war die Ukrainisierung des Bildungssystems. Wir haben einige ukrainische Universitäten, die er gründete, etc. pp. Also da gibt es durchaus etwas, was auch heute von den Kollegen in der Ukraine hochgeschätzt wird und positiv hervorgehoben wird. Dass es hier eine Besetzung gegeben hat, Österreich, Ungarn und Deutschland, ist im Übrigen zumindest in Deutschland weitgehend vergessen. Damit setzt man sich nicht sozusagen gerne und nicht länger auseinander. Und der Höhepunkt ist eigentlich, dass auch sozusagen die Krim im deutschen Denken 1918 eine wichtige Rolle spielte. Die Krim, da war noch vollkommen unklar im Jahr 1918, ob sie denn zu diesem neuen, zu dieser Ukraine gehören sollte oder nicht. Sie sehen hier, gehört sie nicht dazu. Das war sehr umstritten zwischen Petrograd und Kiew, aber auch zwischen den Besatzungsmächten und der Kiewer Regierung. Hier haben wir dann zum Teil autonome Formen der Herrschaft, die sich bilden, aber in deutschem imperialen Denken durchaus die Idee, hier ein Sprungbrett zu haben für die Expansion nach Persien in den Mittleren Osten. Ja? Also da gibt es so richtig so Blüten von geostrategischem Denken, die man in der Literatur findet. Und heute sozusagen sagt da, weiß da eigentlich niemand mehr etwas von Sevastopol als deutsche Marinebasis, wurde imaginiert und ganz sozusagen fremde und komische Gedanken, die aber wichtig sind, eigentlich sie zu benennen und darauf hinzuweisen, dass es das gegeben hat. Und wir wüssten eigentlich gerne mehr dazu, wie das entstanden ist und was der Hintergrund dieses Denkens gewesen ist. De facto wird das Schicksal der Krim bis Ende 1918 nicht entschieden. Ja? Und dann erst im Laufe der Jahre kommt es dann zur Sowjetrussland und wie Sie wissen 1954 dann zur sowjetischen Ukraine. Damit komme ich zu einigen Überlegungen zum Schluss sozusagen. Warum denn dieses Experiment einer Staatsbildung, eines Nationalstaates erfolglos war, während wir in Polen widerstehen sehen, die Tschechoslowakei, die baltischen Staaten, alle drei, zumindest in der Zwischenkriegszeit, eine gewisse Stabilität haben. Und was haben wir hier in der Ukraine? Man könnte sagen, das tut zum Teil die Forschung durchaus. Wir haben hier eine Sowjetrepublik. Das ist eine Art von Form, politische Ordnung, die wir haben. Aber sozusagen eigentlich keine wirkliche. Entscheidend wird gewesen sein, übermächtige Nachbarn. Das heißt, Ende 1918, 19 haben wir einen Krieg in Galizien zwischen Ukraine und Polen. Polen ist die mächtigere Macht, militärisch überlegen.
innerhalb von wenigen Monaten, ich gehe nochmal zurück, sehen Sie das hier, innerhalb weniger Monate bis Frühjahr, Sommer 1919 ist Galizien Teil Polens. In der Zwischenkriegszeit werden die Rechte, die Polen den Minderheiten unter den Ukrainern verspricht, in keiner Weise eingehalten. Aber die Ukrainer sind viel zu schwach, um diese Rechte international einzuklagen. Ja? Also, ups. Die Schwäche der Nationsbildung ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Vor allem waren die Ukrainer in Österreich-Ungarn und die Ukrainer in Russland gar nicht richtig zusammengewachsen. Dazu hätte es eben eines längeren Friedens bedurft. Diesen Frieden hatte die Ukraine erstmals eigentlich nach 1991. Die letzten 20 Jahre waren insofern ein Segen für die Ukraine, als zumindest kein Krieg und keine Gewalt war. Und die Hoffnung wäre gewesen, dass sie sozusagen noch 10, 20 Jahre Zeit hat, um überhaupt zusammenzuwachsen. Hier die bäuerliche Mehrheitsbevölkerung war nicht integriert in das nationale Projekt. Die begannen höchstens, auch die Soldaten begannen, integriert zu werden. Das kann man sagen, aber nicht mehr. Man könnte drittens sagen, die falschen Bündnispartner. Polen sozusagen hat auf die Entente gesetzt, auf Frankreich, auf England, auf die USA, hatte sagen, die Diplomaten vor Ort antichambriert bei den richtigen Personen, die größere Lobbygruppen gehabt, Masaryk für die Tschechoslowakei ähnlich, die Ukrainer nicht. Und das heißt, da fehlte ihnen etwas, was sie dann vielleicht erst nach 1991 hatten, wenn ich so ganz allgemein sagen kann. Aber was die Ukrainer wollten und was sie waren, war noch zu diffus. Das begann sich erst zu klären während und nach dem Ersten Weltkrieg. Das scheinen mir drei entscheidenden Punkte zu sein. Was aber bedeutet dies für, sozusagen für die folgenden Jahrzehnte für die Ukraine? Darauf kann man sicherlich keine genaue Antwort geben. Man könnte ja sagen, dass sozusagen die Ukraine es damals nicht geschafft hat, den eigenen Nationalstaat durchzusetzen, war der entscheidende Fehler des 20. Jahrhunderts. Dadurch haben sie es 1941 mit den Nazis nochmal probiert, wieder den falschen Partner sozusagen. Hätten sie es 1918 geschafft, wäre ihnen das alles erspart geblieben. Die hätten sich etabliert im Laufe des 20. Jahrhunderts. Das sind jetzt sozusagen Mutmaßungen. Was ihnen erspart geblieben wäre, wäre sicherlich die Benachteiligung, Repressionen in Polen in der Zwischenkriegszeit, die große Hungersnot in der sowjetischen Ukraine. Ja? Also sozusagen, das könnte man denken, dass dies sozusagen ihnen erspart geblieben wäre. Das wäre, würde dann zu den Positiven einer Nationalstaatsgründung gehören. All das ist nicht eingetreten. Was wir haben, ist dann in den 20er Jahren eine Radikalisierung der ukrainischen Nationalisten. Was vormals sozialistisch orientiert war, geht jetzt ins rechte Lager. Und warum passiert das? Nicht mehr die bäuerlichen Interessen, nicht mehr die Nation steht im Vordergrund, sondern der Staat. Warum haben wir es nicht geschafft, einen Staat zu gründen? Was für Staatsideen gibt es? Müssen wir einen Staat aufbauen, nach außen verteidigen mit einer richtigen Armee, mit einem autoritären Aufbau, mit einem Führerprinzip, um uns behaupten zu können? Da sehen Sie schon sozusagen, das ganze Denken geht in die andere Richtung. Und wir haben dann 1928, 1929 die Organisation der ukrainischen Nationalisten und andere Gruppierungen, die allerdings genauso agieren wie andere Internationalisten, wie die IRA in Irland, wie die kroatischen Nationalisten, wie andere Gruppierungen. Da ist man nicht allein. Es gibt eine Internationale der Nationalisten in der Zwischenkriegszeit. Damit schließe ich fürs Erste. Ich habe leicht überzogen. Entschuldigen Sie bitte. Ich hoffe, es hat Sie interessiert. Ja, ganz herzlichen Dank, Guido Hausmann, für diesen, wie ich fand, sehr, sehr spannenden Vortrag, der auch es irgendwie geschafft hat, aus dieser sehr verworrenen Geschichte, also mit Regimewechseln alle zwei Monate quasi, einen roten Faden zu ziehen und uns da gekonnt durchzuführen. Ich bin sicher, es gibt die eine oder andere Frage. Reiche ich das gleich hier?
hat die Westorientierung der westlichen Hälfte der Ukraine heute etwas zu tun damit, dass damals Ukrainer auf dem Staatsgebiet von Österreich-Ungarn gelebt haben? Also mentalitätsgeschichtlich sozusagen. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn zunächst ist sicher dafür wichtig, dass diese Gebiete, und ich lege nochmal die Karte auf, dass diese Gebiete im Westen eben bis zum Zweiten Weltkrieg nicht zur Sowjetunion gehörten. Das heißt, damit gab es eine Zugehörigkeit dieses Gebietes zur Sowjetunion nur über zwei Generationen. Und in der zweiten Generation, eigentlich gibt es noch nicht einmal eine Erosion der Loyalität, sondern sie war nie da. Ob ich per se sagen würde, dass weil Ostgalizien zu Österreich-Ungarn gehört hat, sie sozusagen demokratischer orientiert sind oder waren, das ist sozusagen, es ist schwierig zu sagen. Es gibt schon die Orientierung nach Polen und nach Wien. Das ist deutlich zu erkennen und ich glaube auch sozusagen, das war auch in den Jahren 45 bis 91 da, sozusagen, dass man das Sensorium hatte und schaute, was ist in Polen und umgekehrt. Jacek Kuron, der große polnische Oppositionelle, Dezember 1980 in der Warschauer Universität, kein freies Polen und ohne eine freie Ukraine. Ja? Sozusagen dieses Denken von Polen auch aus, sozusagen, dass man sozusagen gegen Russland nur bestehen kann, gegen die Sowjetunion nur bestehen kann mit einer Ukraine. Und viele von ihnen kamen aus diesem Gebiet, gerade von den polnischen Oppositionellen, Sozialisten, ich glaube bis sogar Adam Michnik, glaube ich, auch. Also da gibt es Wurzeln viele. Aber per se würde ich jetzt nicht sagen, es gab hier eine demokratischere Tradition. So weit kann man gehen. Die war da, aber sozusagen, ob die bis 91 oder danach, wo bis heute greifbar ist, ich glaube, da ist auch viel dann vermuten, das können wir einfach empirisch nicht zeigen, nicht nachweisen. Ja? Wir wissen, dass es, glaube ich, das ist sehr eindeutig, dass es ein starkes Familiengedächtnis gibt. Das heißt, in den Familien wurde sehr viel, war sehr bekannt. Meine Großeltern, die Großeltern kommen von da und hier. Und das ist wachsend auch von Bedeutung gewesen in den 70er, 80er Jahren, dass man davon erzählte und diese Geschichten kannte. Das würde ich zumindest sagen wollen. Falls ich Sie falsch verstanden habe, aber ich habe so ein bisschen verstanden, dass Sie glauben, es gab eine Chance für eine Nationsbildung zu diesem Zeitpunkt. Meine Frage wäre jetzt ein bisschen, das waren ja stark, eben, wie Sie es beschrieben haben, Intellektuelle, auch Eliten, adlige Eliten oder auch Exil-Ukrainer. Gab es denn diese Chance tatsächlich in der Ukraine selber? Weil es gibt auch Autoren, die da sehr stark ja auch diese Vernetzung der Ukraine in den russischen oder russländischen Bürgerkrieg seit der Februarrevolution 1917 eigentlich die Deregulierung auch der sozialen Strukturen in der Ukraine mit auch den grünen, den schwarzen Bewegungen. Also sind wir da nicht bereits in einem Raum, der... Können Sie das letzte nochmal wiederholen? Als ein stark deregulierter sozialer Raum, also wo eigentlich die sozialen Strukturen bereits zusammenbrechen. Es gibt ja auch diese Beschreibungen der Dörfer, die gegeneinander Krieg führen, um die Gebiete der Gutsbesitzer. Also gab es diese Chance für diese doch eher elitären Zirkel um die Zentralrader und auch dann das Hetmanat tatsächlich da überhaupt etwas zu konstruieren? Würden Sie das einschätzen? Also ich würde eben nochmal die zwei Jahre danach natürlich trennen davon. Die Jahre 1919, 20 sind das blanke Chaos in der Ukraine. Da ist eine Art von Zerstörung von Sozialstrukturen, von Zusammenhängen, die es vorher nicht gab. Ich glaube aber sozusagen mit Glück eigentlich schon die Bedingungen, die ich genannt habe, und nicht nur von oben, sondern ich habe ja auch die Soldaten genannt, hätte es vielleicht sozusagen im Frühjahr 1918 diese Chance geben können.
Ja, das ist, natürlich ist das ein bisschen Spekulation. Aber wenn der Moment da war, dann im Winter, Frühjahr 1918. Nicht mehr 1919 und nicht mehr 1920. Sagen, da war das Land in einem Grad zerstört. Warum? Weil es eben zum bloßen Objekt wieder der Nachbarn geworden ist. Zum großen Teil, obwohl es eben auch autochthone, sozusagen regionale Zerstörungsprozesse und Ordnungsprozesse gab von Kosakeneinheiten, von Anarchistenführern, von Bauernführern und so weiter. Aber es gab sozusagen keinen politischen Kern mehr, eigentlich, den ich sehe im Jahre 1919, 1920. Insofern würde ich die beiden Jahre abtrennen davon. Das gilt aber zum guten Teil auch für Russland. Ja? Und da sozusagen sind die Prozesse zwar unterschiedlich, aber es ist auch noch eine deutlich erkennbare andere Phase. Ist ein ganz schwieriges Phänomen, 1919, 20, was da in diesem Gebiet passiert. Darf ich hier gleich noch anschließen? Ich habe auch noch eine Frage, die mich interessiert. Sie haben von diesen Exilprojekten gesprochen, also eben von den Projekten, entweder einen ukrainischen Staat unter Österreich-Ungarischer Oberherrschaft oder dann eher eine Autonomie innerhalb von Russlands. Welche Rolle spielt eigentlich Polen in diesen Konzeptionen? Also ist die Vorstellung, dass Polen wieder zu einem regionalen, ganz wichtigen Player wird, überhaupt da schon ausgereift oder bleibt es ganz außen vor? Also wir haben ja sozusagen in Polen diese großen Figuren, wenn ich es darauf reduzieren kann, Pilsudski und Dmowski und die unterschiedlichen Konzeptionen der Hass bei Polen oder die Gegnerschaft zu Russland bei Pilsudski stark ausgeprägt und in seinem Denken und da würde ich einfach sagen, im adligen polnischen Denken ist natürlich Polen in den Grenzen von 1772 präsent. Es ist einfach so. Wir sehen es ja hier mit Galizien 1918, 1919. Die Vorstellung, dass die Ukraine eine eigene Nation sein, ist eigentlich nicht gereift. Die reift meiner Meinung nach eigentlich in Polen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Also so ist meine Einschätzung. Also das war unversöhnlich. Und da gab es keinen Kompromiss über Ostgalizien zwischen Polen und Ukrainern. Und haben die ukrainischen Exilorganisationen diese Radikalität auch des pilsudskischen Denkens und dass sich das durchsetzen würde, vorausgesehen oder haben Sie das auch etwas unterschätzt? Sie haben sehr stark auf die Mittelmächte gesetzt. Sie haben also schon gesehen, dass sie es nicht alleine schaffen werden, sondern sie brauchen Hilfe von außen. Und sie haben halt sozusagen auf die Falschen gesetzt. Diese ganzen Konflikte, auch mit Polen, brechen dann ja 20 Jahre später sofort wieder auf. Also das heißt, es sind ungelöste Konflikte des Ersten Weltkriegs. Auch hier um Volynien, das haben wir dann 42, 43 wieder. Das sind alles die Konflikte aus dieser Zeit, die ungelöst sind. Polen verpflichtet sich 1921, 1923 auf die Anerkennung der Minderheitenrechte. Es erhält Ostgalizien eigentlich lediglich erstmal für 25 Jahre. Dann will man neu sozusagen verhandeln darüber. Das passiert natürlich nicht. Und Minderheitenrechte werden nicht eingehalten und sozusagen dadurch eine Generation später brechen alle Konflikte wieder auf. Das sind ungelöste Territorialkonflikte, die wir haben hier. Ich würde sagen, unversöhnlich zwischen Polen und Ukrainern, weil auch zu diesem nationalen Gegensatz der Soziale kommt. Also es ist einfach so, dass die Polen sind die Pani, das sind die Adligen, das sind nicht wir, das sind nicht unsere. Da gibt es einen tief geprägten sozusagen Riss zwischen beiden. Ja, weitere Fragen? Nutzen Sie die Chance. Obwohl ich sicher nicht auf alles antworten kann, da gibt es so vieles, was auch bis heute desiderat ist und wir nicht wissen. Und spannend wird sein zu verfolgen, ob 2017, 2018, ob dies aufgegriffen wird.
Moment ist es ja nicht sozusagen der Fall, aber wie man sozusagen 2017, 18 hier Tradition herstellen wird, das werden wir dann beobachten können. Ja, ich denke, das, was Sie beschrieben haben, eben dieses eigentlich totale Fehlen einer Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, die total überlagert wird durch Revolution und Bürgerkrieg, das haben wir ja für den ganzen postsowjetischen Raum. Und in Russland ist es ja auch absolut überdeutlich, dass eigentlich bis letztes Jahr ist nichts Neueres zu diesem Thema erschienen. Und nun plötzlich werden die Jubiläumsbände produziert und man sucht noch ein paar Zeitzeugen oder gräbt alte Tagebücher aus. Würden Sie sagen, dass es in der ukrainischen Situation noch schlechter dokumentiert ist oder ist es ungefähr gleich wie in Also muss man unterscheiden. Zum einen, was ist an materiellen Überresten da? Sozusagen, da ist nicht viel da. Und sozusagen, möchte man sich das wirklich aneignen? Oder möchte man sozusagen sich hier in eine europäische Tradition stellen, zu ihr aufschließen? Und da würde ich sagen, wenn wir uns die großen Konflikte dieses Jahres anschauen, dann ist es ja eher 18. Jahrhundert, Neurussland, Katharina. Und es ist im Frühjahr, Sommer auf beiden Seiten, sowohl der sogenannten Separatisten, als zum Teil auch im ukrainischen Denken, es ist der Zweite Weltkrieg. Das heißt sozusagen hier die Faschisten auf der anderen Seite, aber auch Putin-Darstellung als Hitler. Oder in den letzten 2 Monaten ist dieses Minsker Abkommen ein München II. Also da geht man auch in diese Zeit rein, während der Erste Weltkrieg nicht aufgegriffen wird in irgendeiner Form. Insofern sieht das nicht dafür aus. Er kann zumindest nicht einfach funktionalisiert, instrumentalisiert werden. Da gibt es andere zeitliche Bezugspunkte. Ja, wenn sonst keine Fragen sind, dann möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken. Ist gern geschehen. Ich habe noch viele Fragen, die wir hinterher besprechen können. Nächstes Mal werden wir hier in 2 Wochen wieder sein und über die österreichisch-ungarische Besatzungspolitik sprechen in vergleichender Perspektive. Es würde mich freuen, Sie wiederzusehen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sie haben ja die PowerPoint, wenn der eine oder andere fragt, Sie haben vielleicht auch wegen der Karten, manchmal ist das auch gerade bei älteren Leuten so, dann haben Sie es.